Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder American Truck Simulator. Es ist stockfinster. Ich sehe gar nichts. Wir haben Käse geladen und fahren das da irgendwo hin. Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Irgendwo nach New Mexico. Es regnet. Stockfinster und Käse an Bord. Okay, American Truck Simulator. Es geht weiter. Auf der Gegenspur sehen wir wieder mal ein... Ist es eine Festnahme oder ein Unfall? Es ist eine Festnahme. Jawohl. Den haben sie erwischt. Okay, wir sind immer noch mit unserem Volvo unterwegs hier. Da sind wir jetzt schon ein paar Tage mit dem unterwegs. Und ja, was machen wir? Also wir werden erstmal den Käse abliefern. Und... wollen heute noch einen neuen Auflieger kaufen. Oder jedenfalls in den Let's Play, wenn wir das schaffen, einen neuen Auflieger für unsere Firma. Ich habe ja neun schon dran, aber einen für die Kollegen, damit wir da ein bisschen geldmäßig vorankommen. So. Eigentlich fahre ich ziemlich langsam, glaube ich. Wenn wir da noch 75 erlaubt sind, 75 Meilen, werden wir da mal noch ein bisschen mehr Speed geben. Habe mich schon gewundert, warum der vor mir so schnell ist. Ja, genau. Also ich habe ja den Auflieger, ich habe hier den mit Garfield und Odie. Odi ist, glaube ich, der Hund. Garfield ist natürlich die Katze. Und wie der Mensch heißt, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Spielt ja auch keine Rolle. Ist bloß ein Skin, was wir hier. Bloß eine Beschriftung, was wir außen drauf gemacht haben. Weil alles andere kannte ich einfach nicht. Kenne mich da nicht so aus. Übrigens, dieser Bus, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, das ist auch ein Mod. Reisebus. Gibt es jetzt ein paar andere hier, die unterwegs sind? So, jetzt bin ich aber auf jeden Fall zu schnell. Komm ich mal darüber. So, das sieht hier schon ein bisschen nach einer größeren Stadt aus. Super, jetzt fahre ich hier rüber und muss dann wieder die Spur wechseln. So, 65 haben wir drauf. Santa Rosa, alles klar, fahren wir weiter Richtung Santa Rosa East. Ich sag ja, die Amis, die Spinnen, schaut mal, was die für Autobahnkreuze bauen. Das ist doch nicht normal, da hat doch keiner einen Plan. Das ist doch irgendwie Striche auf dem Papier gezeichnet, wahrscheinlich vom Kind, und dann haben die das danach gebaut. Komplizierter geht's nicht mehr. Aber naja. So, wenn wir da schon ein bisschen Licht haben. So sieht das eigentlich aus. Das Teil, mit dem ich gerade unterwegs bin. Jetzt muss ich schauen, nicht damit ich hier irgendwo vergesse abzubiegen. Geht noch weiter geradeaus. So, und wir haben ja schon einige Fahrzeuge im Besitz. Und, aber so richtig will das Geschäft hier in der USA nicht anlaufen. Wir haben ja schon ein Geschäft in Europa zu laufen. Euro Truck Simulator natürlich. Das ist, läuft richtig gut. 7 Millionen Firmenkapital im Topf. Und hier haben wir, keine Ahnung, 300.000 oder was? 416.000, okay. Na gut. Sag ja, das werden wir noch auf den Kopf hauen. Wir würden ja gerne eigene Auflieger haben. Das rentiert sich für uns mehr. Wir müssen nur die richtigen kaufen. Aber was hier das Richtige ist, wir müssen dann in die Statistik schauen. Welcher, wir haben ja schon einige, 2, 3. Welche da wirklich rentieren. Und wenn das, je nachdem, was da gut ist, wenn wir von dieser Sorte noch welche dazu kaufen.
So, noch 137 Meilen. Dann können wir den Käse abladen. So fahren die alle so langsam. Und wieso ziehst du rüber hier? Was ist denn da los? Aha, jetzt wird's zweispurig. Alles klar. So, ich sag ja, zum Anfang ist die Karre gar nicht recht gelaufen. Ich weiß nicht, ob die noch neu war und er irgendwie noch gedrosselt fahren musste, bis er eingefahren ist. Jetzt läuft er eigentlich perfekt. Zum Anfang hat er gar nicht recht Leistung gehabt, der LKW, aber jetzt ist das wohl der Burner. So, wir werden natürlich irgendwann wieder ein anderes Teil uns suchen und mit dem umfahren, aber momentan ist hier der Volvo noch gut genug. Oh, jetzt muss ich da wirklich bremsen. Weil der blöde Autofahrer, ne? Nicht aus dem Arsch kommt. So, also ich würde sagen, wir geben den Käse ab. Wenn wir den abgegeben haben, werden wir uns nochmal drum kümmern, damit wir da noch einen Auflieger, ein bisschen was Schönes uns kaufen und, boah, ich bin viel zu schnell, und in die Firma investieren. Jetzt läuft das Ding 80 Meilen hier. Vorher ist er gerade mal 60 gelaufen, ganz am Anfang. Aber kann schon sein, damit man den erst vielleicht einfahren muss. Ist noch cool gemacht eigentlich mit den ganzen Geschehnissen, was hier links und rechts von der Straße passiert, weiß ich, Abschleppwagen, Unfall, Brand, Festnahmen, Sperrung, Baustelle. Also da haben sie schon cooles Update gemacht. Das sieht richtig cool aus und macht auch Spaß, macht die ganze Sache noch realistischer, wie es sowieso schon ist. Oh. Schnell fahren wir eigentlich, das ist fast gar nicht mehr handelbar hier. Wir ziehen dann alle vorbei. Haben die mir den Käse geklaut oder was ist denn da los? Bin ich so leicht? Oder läuft der jetzt wirklich so gut? Er sagt 75 Meilen, ich fahre 75 Meilen. BetX. Meine Güte, ich überhole ja alle. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin viel zu schnell. Egal, ob bergauf oder bergab. Der Anhänger ist noch dran.
Ich hätte ja auch in den Spiegel schauen können, aber... Warte, jetzt muss ich aber hier runter. Bin ich zu spät? Hier ab. Boah, ich finde den richtigen Gang nicht. Was ist denn da los? Erst läuft da wie Sau und jetzt komme ich hier kaum hoch. So, wir haben das Ziel gleich erreicht. Okay. Okay, wie ihr seht, kann man den Namen nicht aussprechen. Garfield und Odi sind auch gut angekommen bis jetzt. Ja, was ist denn hier los? Macht hier jeder, was er will, oder was? Hallo? Ihr habt doch grün gehabt. Ja, mit den Fehlern anderer rechnen. So, ich glaube, ich muss hier abbiegen. Riesen LKW und so ein bisschen Licht hier vorne dran. Da müssen wir noch mal gucken. Boah, was steht denn da für eine geile Karre hier? Als zweites hier auf der linken Seite. Boah. Alter. Der Cadillac. So, habe ich jetzt schon grün gehabt oder nicht? Oh, jetzt. Komm schon. Aha, aha, aha. Warburg. Alles klar, hätte ich mir auch denken können. Das ist doch hier Mafia, oder was? Die sind ja überall. Wow, 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 wow. Ja, ja, wir parken selber ein. Das ist hier unser Auflieger, aber vielleicht tauschen wir auch. Vielleicht nehme ich dann auch den neuen. Obwohl, ich kann ja nicht von hier aus den neuen nehmen. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen hier mit Garfield weiterfahren.
das wird nichts. So, irgendwann schaffe ich es dann auch einzuparken hier. Was ist denn da los? Oh, das wird wieder nichts. So, nochmal einmal nach vorne hier. So lange geradeaus gefahren, damit ich nicht mal rückwärts fahren kann oder was? Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn da heute los? So, alles klar, jetzt läuft's. Oh, reicht noch nicht für ein Level Up. Fortfahren. Genau, jetzt machen wir mal Auflieger Management. Da. So, wie sieht denn das aus? Am meisten haben wir Hühler. Das ist eigentlich der, mit dem ich gerade unterwegs bin. Das ist klar. Planer Aufbau. Der hat eigentlich am meisten. Aluminium Flachbett. Also kaufen wir noch so einen Schubplanen Aufbau. Aufliegerhändler. Jawohl. Koffer, Schubladen, Dingens. Ausführung ändern. Uiuiuiui. Okay, warte mal, wie machen wir hier? Dann können wir da. Da können wir ja viel mehr mitfahren. Wir machen das so. Genau. Also viel länger. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Können wir da so. 6 Achsen haben wir denn nachher? Das ist auch nicht schlecht, da können wir auch mehr laden. Das ist gut so. Farbe. Können wir hier natürlich noch. Wow! Das ist genau mein Ding! LS wollte ich schon immer mal spielen. Das machen wir. Das ist ein cooler Skin. Jupp. Alles klar. Gekauft. Sonst. Was wollen wir da noch konfigurieren? Was ist das da? Machen wir da ein paar mehr Lichter. Da machen wir auch noch ein paar mehr. Sollte das auf der Seite auch so sein? Jawohl. Hier. Da machen wir weiter gar nichts. Was sollen hier machen? Ja, das ist gut. Ich glaube, wir kaufen den einfach mal so. Was kann ich denn hier noch? Ui. Das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist cooler. Okay, bestätigen. Kostet mir das ganze Ding 100.000. Aber der sieht richtig cool aus mit den Skin. Kaufen. So, jetzt fragt er mich natürlich, wohin. Darf ich den überhaupt irgendwo hin machen? Nevada. Nevada. Bestellen den nach Nevada. Jawohl. Okay. So, den haben wir ja gerade gekauft. Warte mal, was haben wir hier noch? ISO. Der war nicht so gut. ISO. Ich würde noch so einkaufen. Ausführung ändern. Den sollten wir eigentlich in Oregon hinstellen. Da ist immer viel Holz. Und da nochmal gucken, ob wir da vielleicht sogar einen mit 3 Achsen bekommen.
Jawohl. Geh doch. Farbe ist egal, Hauptsache blau oder rot oder so. Schwarz ist gut. Da. Lichter sind immer cool. Ja, viel mehr würde ich da auch nicht machen. Bestätigen. Kaufen. Würde ich sagen, den machen wir mal. Botland. Okay. Machen wir den da noch hin. Gut. Kofferauflieger. Kofferauflieger. Den schauen wir uns auch nochmal an. Ausführung ändern. Das könnte eigentlich auch was werden. Und der ist irgendwie so klein. Jetzt sieht es schon fast aus wie ein richtiger LKW. Ohohoho. Jawohl, so muss das sein. Da können wir auf jeden Fall ordentlich was einladen. 53 Fuß, 4 Achsen, lenkbar. Super. So, jetzt kommt das wieder mit den Skin. Coca-Cola? Ja, Weihnachten ist vorbei. Coca-Light. Das sieht auch cool aus. Nein, ich glaube, wir nehmen das. Was ist eigentlich das hier? Das heißt gar nicht Coca, das heißt Bus Light. Ja, sonst haben wir da noch 1000 verschiedene. UPS kenne ich. Walmart. Ah, das ist den, das ist, was ich habe. Ich glaube, wir machen mal den hier. Okay. Bestätigen. Kaufen. Sagen wir, wir schicken den nach. Okay. Aufliegermanagement. Jetzt sieht das nämlich schon ganz anders aus. Die stehen jetzt noch rum. Aber ich bin der Meinung, die werden dann auch demnächst ordentlich genutzt werden. Okay, wir werden uns dann einen neuen Auftrag suchen. Jetzt muss ich erstmal einen Schlafplatz suchen hier. Oh, ist ja gar nicht weit weg. Und ja, wir werden uns als nächstes dann mit unserem Kühler wieder was cooles laden und uns auf den Weg machen. So. Läuft nicht. Jetzt. Okay. Das war erfolgreich. Geld sind wir auch losgeworden. Vorhin hatten wir noch 400.000. Jetzt haben wir noch knapp 200, also wurde ordentlich reingehauen. So, wir suchen uns einen Schlafplatz und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.